I wanna feel the sun. Hey, da machen wir Kaiserschmarrn am Tisch, dass die Leute mal einen gescheiten Kaiserschmarrn kriegen. Und ich tue gerne ein bisschen Apfel rein, dann bleibt er ein bisschen saftiger. Und dann frage ich die Leute am Tisch, was sie rein haben wollen. Mit Apfel oder Mandeln, Rosinen. Normale Eisenpfanne geht da, soll man nicht mit Spülmittel waschen, sondern nur mit Wasser auswaschen, ausreiben. Und es muss halt eine tiefe Pfanne sein, wenn man einen Deckel drauf tut, dass der aufgekommt. Zimtzucker dann zum Karamellisieren. Zimtzucker nochmal ein Stückchen Butter. Und nicht sparen am Zucker und am Butter. Der schmeckt nur gut, wenn viel Zucker und viel Butter da ist. Wir waren auch schon in Österreich und man findet eigentlich keinen Kaiserschmarrn, wie er hier jetzt ist. Und es ist einfach was Besonderes. Also ich hatte im Kaiserschmarrn Äpfel, Mandeln und Calvados, die wurden hier flambiert. Heute habe ich die Ochsenhuft gegessen, das war also richtig gut gewesen mit dem Kürbis und hinterher den Kaiserschmarrn, den wir das erste Mal probiert haben, aber der war sehr lecker, man hat gleich gemerkt, dass er frisch gemacht und gut zubereitet war, richtig lecker. Man konnte ja wählen aus Rosinen, Mandeln, Apfel, Zimt, dann flambiert das Ganze mit Calvados und ich habe mich einfach für alles entschieden. Ja, es gibt ja die Mut, zum Beispiel keine Rosinen nicht mehr, dann kann man das weglassen. Weil überall, wo die Rosinen schon drin sind, ist das ein fertiger, ein Kafter, was schon so eingefrorener. Weil da kann man die Rosinen nicht weglassen. Bei uns kann man noch weglassen, weil man es selber macht. Also ich hätte mal 5 Stockwerke, das sag ich auch.